Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Die Überlebenden mit Verlaine, Hallo. Gooseman Moin Moin. und Nordisch. Guten Tag. Er spiegelt total, Irgendwo das höre ist total ich's witzig. planschen. Planschen. Planscht. So, Kaffee ist fertig, sehe ich ja gerade mal auf unserem Beet hier. Oh, lecker. Also zumindest ein paar Pflanzen schon. Dann ist ein Bär von unserer Basis. ja, wie bauen wir das denn jetzt hier mal? Also oben ringsrum wolltest du Iron Bars machen, ne? Also in der obersten Schicht. Verlegen. Ja, ich bin da. Ja, ich denke auch, die sollten. Nummer 1, 2, 3, 4. Ja, ich denke an die obersten, genau. Da kann man die erste Schicht Iron Bars legen. Das ist dann, denke ich, eine Okay, das gute ist Höhe, so. um nach. Ja, genau. Das klingt nicht gut. Ich gehe jetzt erstmal hier ins Häuschen. Genau, das ist auch ideal. Dann ist das auf einer Ebene mit dem Rest vom Gebäude. War es gedacht, ja. Hier war schon jemand. Perfekt. Die Richtung muss ich. Ist eben halt nur die Frage, wie man jetzt weitermacht an der Stelle. Ob man da jetzt noch einen Block zwischensetzt oder ob man das auch mit Iron Bars auffüllt. Ich weiß nicht, wie das von der Stabilität her ist. Also. Okay, lass mal kurz. Großes wäre der Knackpunkt ist vielleicht hier der Woodblock am Gebäude. Da, wo Also du jetzt stehst, die. wenn wir jetzt hier mal, das sind 1, 2, 3. Na gut, man kann den ja auch noch ein bisschen Also hochrüsten, also. ja, also theoretisch dürften die Ups. maximal 3 Iron Bars halten müssen. Und das müsste eigentlich passen von. Oh, What? Oh, Schreierin! Ja. Well. Ah, verdammt. Aber die ist ja schon hier. Oh, habe ich mich erschreckt, Nordisch, meine Güte. Sehe Oh, ich ich bin aus wie eine tot und sehe. Schreierin? Sehe Ah, ich ja. aus wie ein Zombie? Das ist aus wie Gefahr. Oh. Naja, immerhin. Oh, geht mir die Das Pumpe. Scheiße. lasse ich noch gelten. Was? Sind Sie außer Gefahr? Nein, der sieht gefährlich aus. Scheint aber keiner gekommen zu sein. Wollen wir den mal den Bär erlegen? Der ist mir so ein bisschen bedenklich nah. Bedenklich nah. Warte, bis ich. Na gut, wir haben ja alle Ja. Stahlpfeile, dann sollte das eigentlich gehen. Wartet auf Oder mich, ich ich will kann ihn mitspielen. anlocken, aber das ist auch. Ebenso. Wollen wir Bärben-Ping-Pong Das, spielen, das, oder? das, verdammt, mein Kaffee. Ja, warte, bis Astrak da ist. Er will doch Ja, mitmachen. Ja, klar. ich will mitmachen. Wo ist denn der Bär? Ach, da hinten. Stein. Nein. Also Bären-Ping-Pong, ja? Machen wir Bären-Ping-Pong. Ja. Ich komme. Noch ein bisschen verteilen. Stelle ich mich hier hin. Hör wieder fremde Schritte. Oh, ich höre sie irgendwie rumkeuchen. Keuschen? Jetzt erstmal Keuschen? irgendwo eine Was? Schreierin, ja. Ja, Unkeusch. eine Schreierin, die ist tot. Die hat Okay. aber auch ein bisschen Munition da gelassen. So, Das ich lieb bin von auf dem ihr. Weg zu euch. Ah, ich sehe den Bär, alles klar. Teddy. Wer ist noch dabei? Ich und Nordisch. Ich, ja, genau. Ah ja, okay. Wollte ja eigentlich passen. Also, ich logge mal an. Warte mal, lass mich mal auf eine erhöhte Position gehen. Wo ist ein. Ah, ich sehe den Ja, Bären. genau, geh dahin. Geh dahin, geh, steig auf den Bären rauf, dann siehst du den Bären. Ah, nächsten juckt. Wir Ja, hat keine gehört. hau mal rein, ne? Ja, ich habe ins T-Shirt genossen, danke. So, Moment, hier hoch auf den. Ich Ich bin kann ja vermeintlich sonst. sicheren, aber wo er trotzdem Ich hinkommt? kann auch Ja, einfach okay, da hinten. ihr steht ja alle irgendwo oben. Jetzt gehe ich auch hoch. Bei mir hat er sowieso einen längeren Weg, dann schieße ich ihn mal, sieht So, es ich an. wäre soweit. Er kommt! Ja, dann, ich wünsche dir viel Glück. Er Aha. kommt! Aha, da kommt hier gar nicht rauf. Du bist ein ganz doofer Bär. Er kommt! Einmal in die Kniescheiben geschossen. Achtung, der ist gleich bei dir. Ich hab ihn. Ich hau ihn auf dem. Ich schieße ihn mal lieber nicht weiter an. Macht ja keinen Sinn. Komm her, Pippi, komm her. Ah, das war nur Spaß, das war nur Spaß.
Oh, das war aber knapp. Ich hab's neben mir einschlagen hören. Ein bisschen Vorsicht hier mit euren Schusswaffen. Ich habe ihm in den Arsch geschossen, also getroffen hätte ich dich nicht. Sehr gut. Hey. Screenshot. Zerlegt es. Wer läuft denn hier mit der Taschenlampe durch die Gegend? Ich? Ich leuchte dich gerade an, glaube ich. Ja. Nee, ich hab die aus. War ich gar nicht. So, wunderbar, wunderbar. Die Reste musst du doch auch wegmachen. Ach. So. Hab's nicht so mit dem Aufräumen. Das merke ich schon, aber dann hast du es eher mit den Zombies, das ist ja das Problem. Problem ist nicht. Naja, auf einer gewissen Art und Weise schon. Wo ist eine Wurz? Ich brauche eine Wurz, ich brauche eine Wurz, ich brauche eine Wurz. Wurzi Wurz. Sauerei. Mhm. So, da noch ein bisschen Frame. Wie mache ich denn das jetzt hier? Das ist auch ein bisschen. Gegen Absturz ist das natürlich auch nicht so geil hier. Damit man ja nicht ein zweites Mal zu diesem Baumstumpf hinrennt, immer Baumstümpfe weghacken. Ich mache jetzt einfach erstmal den Steg hier komplett mit Iron Bars. Mal gucken, wie sich das nachher spielt. Ja, okay. So. So. Fertig. Okay. Das war noch nicht ganz so, also irgendwie turnt mich das alles noch nicht so an, aber... Ja, ist noch ausbaufähig. Mal gucken, ob es hält. Ich gehe mal drauf. Dein oder eine Wurz? Das ist eine Wurz. Da ist die letzte Wurz. Okay, also bis jetzt fällt nichts. Sieht gut aus. Okay. Wie viele Frames habe ich noch? 16. Norm. Kann ich sonst dahin nochmal einen Tower bauen? So. Oh. Okay. Affected Policeman muss ich noch killen. Burn Victim muss ich killen. Feral Walker, Spider Zombie. Mhm. Oha. Das ist aber auch eine erlesene Gruppe. Ja. Schöne Auswahl. So, ich brauche Steine. Verdammt. Ressourcen. Ich brauche mehr Ressourcen. Ja, mal Frames brauche ich noch. Obwohl, ich brauche 8 Frames. Quality Joe brauche ich 10 Punkte. 8 Frames, 8 Frames. Frames. So. Komm wieder zurück. Ich habe ja jetzt meine Schweinequest beendet. Oh, wie nett. Noch viel netter. Habe ich natürlich nicht gelernt. Ist ja klar. Sprung hier rüber, schaffen wir. Oh ja, locker. Locker vom Care. Das nehmen wir mal mit. Und na, jo. Ich glaube, Asphalt, da muss ich nicht nochmal extra unterfüttern, aber die beiden hier vorne werde ich... Asphalt ist eigentlich stabil genug. Ich glaube, Asphalt kann man inzwischen auch selber herstellen. Ah. Du kannst, glaube ich, so gut wie alles jetzt selber herstellen. Also Asphalt, meine ich, hätte ich gesehen zur Herstellung. Ich weiß nicht, ob im Zementmischer oder irgendwo habe ich gesehen. Und das ist natürlich das geilste Fundament ever.
was man sich machen kann, um sein Häuschen irgendwie zu unterfüttern. Wo du es jetzt mal sagst, ich kann ja einfach mal gucken. Ich guck einfach mal. Weil ich meine, dafür brauchst du Öl. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Öl? Wo soll man Öl herkriegen? Öl ist so selten, ich habe noch nie großartig... Ah, da ist eine Mini-Horde auf dem Weg zu euch. Asphalt. Ja, Oil Shale brauchen wir dafür. Oil Shale Sand. Horde. Warte, komm. Wanderhorde. Bäm, in den Rücken. Komm zu mir, meine Freunde. Ja, Oil Shades. Ich weiß nicht, ich glaube Oil Shades sind super selten. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nie Oil Shades gefunden. Finden man, glaube ich, auch nur im Wüstenbiom im Boden. Hatten wir nicht hier sogar irgendwo? Ups, voll daneben. Oh, ernsthaft jetzt? Och, noch einer daneben, ich glaub's nicht. Oh. Oh, Mann! Ach du Scheiße! Genau. Hatten wir nicht... da oben kommen noch mehr. Das ist doch hier schon Wüstenbiom, was also ein Teil vom Wüstenbiom, was wir haben, oder nicht? Er ist bunt gemischt. Er ist tot. Ah, kommen noch mehr Freunde. Ist das jetzt Wüstensand hier schon? Muss ich mal gucken. Da hinten gleich mal schauen. Auch tot. Ah, da hinten kommen wir aber hier. Nein, die ist nicht tot! Wieso ist sie nicht tot? Die war nur gestunt, glaube ich. Hau sie! Oh, eine schöne Drehung. Was macht ihr denn hier für Hallo? Was das für... So, jetzt ist sie aber fertig. Mein Gott. Nicht auf mich schießen. Oh, der war schön. Erstmal meine Bogenmunition leer machen. Richtig. Auch ach mein ja, stimmt. Anliegen. Jetzt wo du sagst. Deswegen schieße ich auch noch nicht mit Armbrust. Oh. Ich glaube, der ist sie, oder? Ja, der ist sie. Da oben kommen noch mehr. Danke fürs Brot. Oh. Oh, voll daneben. Den haut zerrissen. Der Tor legst ihn nieder. Liegen bleiben. Nichts dabei. Mal gucken, Pulli, super. Dann noch was hochkrepelt hier. Ein Hirschi ist so. Noch da. Ich gehe jetzt mal gucken, ob da hinten ein Wüstensand ist. Ich meine, das ist. Müsste Wüstensand okay. sein. Hier vor der Hütte ist doch. Ja, ja. Also, ja. Ja, gut, das heißt natürlich noch nicht, dass da irgendwie im Untergrund dann Öl rumliegt. Nee, nein, natürlich nicht, aber... Das macht natürlich dann aber halt den Asphalt ein bisschen unattraktiver als Baumaterial. Wenn warum? So eine, ja, wenn ach der so, so eine seltene Komponente hat, ja. Ah ja, ja, okay. Mhm. Aber im Prinzip ist das tatsächlich Wüste hier. Dann machst du doch besser einen einfachen Concrete-Block oder sowas. Warum ist auch die Frage, diese Oil-Sheets, ich glaube, das ist auch nur irgendwie ein Beiwerk zu irgendeinem Erz, oder? Kannst du, glaube ich, Benzin draus machen. Nee, ich meine, ich Öl findet man, glaube ich, nicht einfach so. Das ist doch irgendwie mit Eisen gekoppelt oder irgend sowas war doch da. Bin mir jetzt auch nicht ganz ich habe es noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Also, das sind wohl auch so eine Art, ja, dunkle Erze. Ich gehe das aber auch ein bisschen runter, ja. Dann weg.
dann weg. Oh, oh, Sand bricht zusammen, Sand bricht zusammen. Oh. Alter Finne. Sand ist nicht wirklich stabil. Nee. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das, oh, das war eine schöne Wand gerade, die da runterkam. Ich glaube, dann werde ich mal hier unten weiter buddeln. Oh, ich bezweifle sowieso, dass wir hier sowas finden. Aber naja. Ehre, reines Glück. Also hier habe ich erstmal ein fettes Loch gebuddelt. Weil einer von meinen Abonnenten schrieb, dass es sowieso bei Random Gen so sein soll, dass Erze sowieso sehr, sehr tief sein sollen. Na, okay. Also nicht wirklich mal eben so unter der Oberfläche oder so. Das heißt, erstmal ein ganzes Stück runter, ja. Okay. Ja. Gut, das leuchtet ein. Finde ich aber okay. Ah, gibt einen Grund zum Runterbuddeln halt. Ja. Na, wenn man natürlich erstmal was finden muss. Ich brauche dafür definitiv erstmal gleich so eine Stahl-Pickaxe für, sonst drehe ich hier gleich durch. So, wo ist eine Ho? Ho, 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 ho. Wo ist die Ho? Oh, wir hatten noch eine Ho. Wo? Die müsste dann wenn auch noch da sein. Ich hab sie nicht genau. Ja, jetzt machen wir erstmal eine Stahlpickaxe und striche durch. Jo. Vielleicht dann wenigstens schon mal Holz hab ich noch dabei. Dann kann ich eigentlich noch die ich erinnere gern nochmal dran, vergesst nicht euren Mining-Helm frühzeitig zu reparieren. Das ist das Erste, was kaputt geht. Oh ja, das stimmt. Okay. Und zu mal darauf achten, wie viel der noch hat an, ja, an Health. Tja, siehst du, da habe ich vorgesagt, ich habe keinen. Schon mitgedacht. Ist auch keiner hier in der Kiste. Okay. So, ich wollte mich dann noch um den Garten kümmern. Garten der Bäume, haben wir die echt gepflanzt oder was? Ah, man kann übrigens mittlerweile auch die Kühlschränke mit der Wrench zerlegen. Ja, stimmt. Mach das gerade mal. Eigentlich schon länger. Nee, ja? Nee, Ofen nee. Ging bis jetzt, ja, Ofen. Aber Ofen und die eine Spüle, wo diese Armaturen drauf sind, die bisher immer verwertbar waren. Das auch diese Spüle kannst du gut zerlegen, aber der Kühlschrank ist neu. Keller. Spikes. Wirklich. Wollen wir jetzt wieder die laute Kettensäge auspacken? Was?
Nein. Ach, dieses Deiner hier hinten zu zerlegen gibt gut Metall. Was gibt Metall? Dieses ganze Deiner hier, dieses Bobs Café. Auch diese Buchstaben sind aus Metall und geben jeweils 4 Scrap Iron, wenn du sie zerlegst. Okay. Das ist ganz nett. Das ist aber nett. Ja, aber vom Wehrturm darf man hier auf jeden Fall schon mal nicht runterfallen, sonst gibt es ein Problem. Sollte man sowieso nicht. Nee, das stimmt, aber ich habe jetzt mal ringsrum Spikes gesetzt, also. Ja, was mache ich jetzt? Nicht da drüben kann ich jetzt noch die Spikes setzen. Bars habe ich gar nicht mehr so viele dabei. Ist zu warm. Den dicken Trenchcoat wieder aus. So, und dann setze ich hier mal neue Bäumchen. Achso, das sind schon Frames. Ja, mit Bars. Da. Oh, ein Nest. Gut, wie schaut es denn auf da der und da. Ja, lass dich setzen. Uah, shit. Was nun noch? Ei. Ich hab so ein Baumsamen. Den hat er irgendwie in die Luft gesetzt und auf einmal hörst du so ein Baumfellgeräusch. Und da bin ich nur noch weggesprintet. Ja. Ah, das ist so ein Kack. Ich werde mal den Bohrer ausprobieren, mal gucken, ob der genauso laut ist. Leckt. So. Ein Büro. Da vorne rennt einer. User entered your channel. Was? Okay. Ich glaube, das ist auch gerade der Augenblick, diese Aufnahme zu beenden. Ich weiß gar nicht warum. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren und wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Ich überlasse natürlich das letzte Wort, wie immer. Nordisch, bitte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Palain. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und Gussman. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.